Ich möchte Sie um einen Rat fragen. Es geht um ein junges, attraktives Mädchen, mit dessen Eltern ich befreundet bin. Sie ist unter den Einfluss eines brutal aussehenden, ungepflegten Jünglings geraten. Man sagt mir, dass er sie zum Trunk verführe, sie spät nachts in Wirtschaften mitnehmen, in denen es unsauber zugehe. Das Problem ist nun, soll ich die Eltern auf die Gefährdung des Mädchens aufmerksam machen oder soll ich schweigen? Ich rate Ihnen freundschaftlich, nichts zu unternehmen. Man wird Sie vielleicht der kleinlichen Moralschnüffelei verdächtigen. Was geht Sie das Mädchen überhaupt an? Diese Liebe, die vielleicht unglücklich enden wird, ist eine Schule der Erfahrung für das naive Geschöpf. Man muss Vertrauen in das Leben und in die Menschen haben, dass solche Gefahrenmomente in ihnen die guten Kräfte wecken. Wer fällt, kann auch steigen. Nein, nein. Ich an Ihrer Stelle würde mich schön Aber es geht ja nicht um meinen Seelenfrieden. Es geht um das Mädchen, das für diesen Lumpen zu schade ist. Die Freundespflicht verlangt nach meiner Auffassung, dass ich es sage. Es gibt überhaupt keine Freundespflicht. Es gibt nur eine Freundschaft. Frei und ohne Bindungen. Warum kümmern Sie sich um fremde Angelegenheiten? Ich empfinde das anders als Sie. Endlich sage ich Robert, dass seine todkranke, in einem Berner Spital liegende Schwester Lisa den Wunsch geäußert habe, Robert möge sie mit mir noch einmal besuchen. Mit mir besuchen? Mit mir besuchen? Mit ihm besuchen? Mit ihm besuchen? Mit ihm besuchen? Mit ihm? Ich bin nun einmal in Heresau angepflöckt und habe dort meine täglichen Pflichten, die ich nicht vernachlässigen will. Nur nicht auffallen und die Anstaltsordnung stören. Überhaupt, sentimentale Wünsche lassen mich taub. Bin ich nicht auch krank? Brauche ich nicht auch meine Ruhe? In solchen Fällen bleibt man am besten Mutterseelen allein. Ich wollte es doch auch nicht anders haben, als ich ins Spital eingeliefert wurde. Wie zwei Ölgötzen würden wir vor der armen Lisa dastehen. Uns ist es nun einmal beschieden, spazieren zu gehen. Es steht aber schlimm um Lisa. Sehr schlimm. Vielleicht sehen Sie sie nie mehr. Nun, in Gottes Namen, dann sehen wir uns halt nie mehr. Das ist Menschenschicksal. Lisa tut mir ja leid, natürlich. Aber ihr Familiensinn grenzt fast ans Krankhafte. Wir Walsers sind alle so übersteigert verletzlich und am Familienverband hängend. Kinderlose Ehepaare, und kinderlos sind wir Walsers alle, behalten gewöhnlich selber einen Rest von Kindhaftigkeit. Der Mensch, wenigstens der Tüchtige, wächst mit den Sorgen, die er sich um andere machen muss. Sorgen geben seinem Leben Relief. Die Kinderlosigkeit in unserer Familie ist eine typische Überfeinerungserscheinung, die sich unter anderem in maximaler Empfindlichkeit äußert. Thank you.
glücklich bin ich, dass ich in mir nichts Achtens und Sehenswertes zu erblicken vermag. Klein sein und bleiben. Und höbe und trüge mich eine Hand, ein Umstand, eine Welle, bis hinauf, wo Macht und Einfluss gebieten, ich würde die Verhältnisse, die mich bevorzugten, zerschlagen. Und mich selber würde ich hinabwerfen ins niedrige Nichtssagende Dunkel. Ich kann nur in den unteren Regionen atmen. Karl Selig war 1944 zum amtlichen Vormund Robert Walsers ernannt worden. Walser erfuhr davon erst 9 Jahre später durch einen Artikel in der Appenzeller Zeitung. Zum amtlichen Vormund bestellt war von 1934 bis 1941 ein Gemeinderat und von 1941 bis 1944 ein Konsumverwalter in Teufen, dem Ort in Appenzell-Ausserrhoden, wo die Walsers Bürgerrecht hatten. Auch war die Heilanstalt in Herisau wohl in erster Linie für Walser gewählt worden, weil er kommunalrechtlich dorthin gehörte. Die Wahl Seligs zum Vormund war nicht ohne Widerstände erfolgt. Er wusste sie zu brechen. Warum drängt er so sehr in diese Position? Er fand die Erfüllung. Jetzt besitzt er es endlich. Andere drängen nach Geld, drängen nach Ruhm. Er fand die Erfüllung als Vormund seines Dichters. Seines. Er schützte den Schutzlosen. Isolierte den Isolierten. Er umhüllte ihn mit dem Mantel der Freundschaft. Eine Mauer der Eifersucht. 5000 Franken. Einmal sammelte er 5000 Franken für den hilflosen Freund. So viel gab er anderen mit der Linken. Rastlos. 1000 Tätigkeiten trieb ihn. Walser war einer unter vielen für ihn. Er hat ihn gerettet. Den Menschen Walser vor der Versteinerung. Den Dichter Walser vor dem Vergessen. Den Patienten Walser vor dem Armenhaus. Sentimental. Egoismus. Altruismus als Egoismus. Beim Anblick von Bäumen denke ich immer, wie sind sie ruhig und wohlwollend? Warum sind nicht auch Menschen so? Am Telefon hat mir der Arzt gesagt, dass in der Appenzeller Zeitung über Robert ein ausführlicher Artikel erschienen sei, in dem ich als sein Vormund und als sein einziger Freund vorkomme. Dies ist der Grund, weshalb ich unserer heutigen Begegnung mit gemischten Gefühlen entgegensehe. Wird er jetzt nicht besonders misstrauisch sein? Aber nein, er empfängt mich unter dem vergissmirnichtblauen Himmel so heiter wie selten und ist sofort einverstanden, dass wir diesmal in der Umgebung von Herisau herumzigeunern. Hügel auf, Hügel ab.
es schneit, bedeckt die Erde mit weißer Beschwerde, so weit, so weit. Es taumelt so weh hinunter vom Himmel, das Flockengewimmel, der Schnee, der Schnee. Das gibt dir, ach, eine Ruh, eine Weite. Die weiß verschneite Welt macht mich schwach. Das ist der Platz, an dem Robert Walser gestorben ist. Es war der 25. Dezember 1956. Walser war 78 Jahre alt. Den für Weihnachten vorgesehenen Besuch hatte Karl Selig auf Neujahr verschoben, um am Weihnachtsabend seinen kranken Dalmatinerhund nicht allein zu lassen. So machte Walser leicht gebeugt, den Kopf gesenkt wie immer und keinen Gruß erwidernd, wie ihn die Leute hier noch in Erinnerung haben, auch an diesem Weihnachtstag seinen gewöhnlichen Sonntagsweg. Nach den Darstellungen des Arztes Dr. Hans Steiner und des Untersuchungsrichters Kurt Gietzendanner verlief Robert Walsers letzter Spaziergang so. Nach dem Weihnachtsmittagessen verließ er, warm angezogen, gegen 12:30 Uhr die Anstalt. Mit vollen Zügen saugt der einsame Wanderer die klare Winterluft ein. Kommentiert Selig die Szene, die er nicht miterleben durfte. Er stieg von Herisau zur Warte Neck, der westlichen Kuppe des Rosenbergs, empor. Zwischen Buchen und Tannen geht er den Schochenberg aufwärts. Vielleicht ein bisschen zu rasch für sein Alter. Aber es drängt ihn mit sonderbarem Herzschlag weiter und höher. Von dort benützte er den ziemlich steil abfallenden Fußweg, der in eine Mulde führt, wo das zur Liegenschaft Mansa gehörende Gebäude Burg Halden Nummer 1681 steht. Da beginnt der Herzschlag des Wanderers plötzlich zu stocken. Es wird ihm schwindlig. Er fällt jählings auf den Rücken, hebt die rechte Hand gegen das Herz und wird still. Der Leichnam wurde auf einem Hornschlitten zum erwähnten nahen Gebäude und dann vom Leichenauto im mittlerweile eingetroffenen Sarg in die Anstalt gebracht. Aus dem Tagesanzeiger Zürich vom Freitag, den 16. Februar 1962. Der bekannte Zürcher Journalist und Schriftsteller Karl Selig kam am Donnerstagabend um 17 Uhr am Bellevue ums Leben, als er versuchte, auf einen Tramzug der Linie 15 aufzuspringen, der bereits etwa 20 Meter Fahrt zurückgelegt hatte. Selig verfehlte das Trittbrett, wurde abgedreht und fiel zwischen Anhänger und Randstein. Der Kondukteur, welcher den Vorfall beobachtet hatte, gab unverzüglich das Notsignal. Doch konnte er nicht mehr verhindern, dass Selig einige Meter weit mitgeschleppt wurde. Der Unglückliche erlitt schwere innere und Kopfverletzungen und verschied auf dem Transport in das Kantonsspital Zürich. Er stand in seinem 68. Lebensjahr. An der Unfallstelle konnte man einige Tage lang eine Stange sehen, die ein Schild mit der Aufschrift trug: Hier starb ein Mensch. Dieser Satz wurde in den Nachrufen gern zitiert als die einfachste und schönste Formel, auf die man Karl Seligs Existenz bringen konnte. Der Nicht-Zürcher aber muss wissen, dass ein solches Mahnzeichen in Zürich immer aufgestellt wird, wenn ein Mensch Opfer des Straßenverkehrs wird. Ich lag eines Tages in der Mittagspause im Gras unter einem Apfelbaum.
Heiß war es und es schwamm alles in einem leichten Hellgrün vor meinen Augen. Durch den Baum und durch das liebe Gras strich der Wind. Da ich nun die Augen schloss und so dalag mit gegen den Himmel gerichtetem Gesichte, bequem und träg auf dem Rücken, umsummt vom sommerlichen Gesumm, erschienen mir aus all der sonnigen Meeres- und Himmelshelligkeit herab zwei Augen, die mich unendlich liebenswürdig anschauten. Und ein wunderbar schöner, wie aus lauter Sonne geformter, fein geschweifter, üppiger Mund kam aus der rötlich-bläulichen Luft nahe bis zu dem meinigen. Doch da öffnete ich dummerweise plötzlich die Augen. Und da waren Mund und Augen und Wangen verschwunden. Und des süßen Himmelskusses war ich mit einem Mal beraubt. Auch war es ja Zeit, in die Stadt hinunterzugehen, in das Geschäft, an die tägliche Arbeit. Soviel ich mich erinnere, machte ich mich nur ungern auf die Beine, um die Wiese, den Baum, den Wind und den schönen Traum zu verlassen. Doch in der Welt hat alles, was das Gemüt bezaubert und die Seele beglückt, seine Grenze. Wie ja auch, was uns Angst und Unbehagen einflößt, glücklicherweise begrenzt ist. So sprang ich denn hinunter in mein trockenes Büro und war hübsch fleißig bis in den Feierabend.